Wir suchen die Top 5 zum Einzug ins Finale, insgesamt 11 Fahrer in diesem Halbfinallauf, in diesem zweiten Lauf in der Martin-Schleyer-Halle am Start. Florent Rigier hat da gleich die Nase vorn. Er auf seiner KTM. Dann Sturz von der 33. Vince Freeze aus USA legt sich da ab. Derweilen an der Front Florent Rigier unter Druck gekommen. Saubere Linie, die er zeigt. Die 85 sitzt ihm da im Nacken. Michael Musquin, der Franzose, macht ordentlich Druck. 12 Runden sind angesagt in diesen Halbfinalläufen. Und das ist der Kampf an der Spitze. Mit dabei Florent Rigier, Jason Thomas, PJ Larsen aus Amerika, Gareth Swanepoel, Tyler Bowers, Cole Siebler, Michael Musquin, Vince Freeze, Philip Turrison. Und hier verliert Michael Musquin sein Motorrad in der Kurve, gibt den Kampf um die Führung damit kampflos auf und schenkt den Sieg an Florent Rigier, der jetzt da vorne an der Spitze freies Spiel hat. Vince Freeze noch mit dabei, Philip Turrison, Jentel Martens haben es in dieses Halbfinale geschafft. Michael Leib für ihn der Ausfall und das dann die Zielflagge für Florent Rigier. Thomas wird Zweiter, PJ Larsen noch auf der dritten Position. Auch Swanepoel und Tyler Bowers sind im Finale dabei.